Jetzt? Truffe. Ah! Genau. Und nicht gefressen werden. Der ist verglitschig, der Brusch. Der ist glitschig, ja. So sieht der auch aus. Das steht aus dem Arsch. Ey, der rutscht mir aber immer runter, weil der echt super glitschig ist. Oh. Ei, ei, ei. Oh. Frosch an. Ist ins Wasser gefallen. Ja, das, okay. Oh, ich glaube, ihr geht wieder ins Wasser. Wasser. Ist total geil hier. Schön gemacht, ne? Also ich muss schon sagen, die Grafik hier finde ich super genial. Ist echt toll. Also sehr stimmig. Für so ein billiges Spiel halt wirklich. Ja, es ist echt nicht teuer halt, ne? Ich meine, ich habe das im Dreierpack gekauft gehabt und hat es, glaube ich, 3 Euro oder sowas gekostet. Wow, das ist ja hier. Schau mal. Haben wir jetzt oben was verpasst? Wahrscheinlich. Vielleicht geht es auch hier oben nicht weiter dann. Hier unten meine ich. Na? Ja, geht auch nicht. Du hast ein Sammlergedicht gefunden, Tal der Sümpfe. Hey! Ja, man kann diese Dinge einfach so runterschmeißen. Du schmeißt mit deinem Ding alles runter hier. Ja, mein Ding ist so lang. Nee, schau, hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen wieder zurück. Extra Level. Ja, Bonusbereich. Ja. So, ich bin wieder oben. Ja, ich auch. Kann ich schon kalt machen, indem wir Wasser atmen können? Könnt ihr nicht nachrennen, nicht nachrennen. Wo seid ihr? So, jetzt könnt ihr. Oh! Hoch. Das sind aber viele. Schmeiß ihn runter oder so. Ja. Was machst du denn da? Ja, wenn man ihn nicht erwischt, dann macht man eine Kiste, das ist blöd. Hinter uns? Ja. Was hast denn du da? Einen gefrorenen Troll? Ja, das ist gefroren. Ich kann die einfrieren. Mit meinen Frostpfeilen. Moment, ich mach eine Kiste, weil ich da. Ich mach mal hier den Weg frei, wa? Mach, reiß die Wände ein. Mit Gewalt geht's auch. Mit Gewalt geht alles. If brute force doesn't solve your problem, you're not using enough. Oh, Hilfe! Hier oben ist nichts mehr. Oh. Oh, fuck, da ist ja schon wieder einer. Ja. Ja. Oh, no, 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 no! Ja! Ja, irgendwie komme ich da auch nicht hoch. Ja, da kommt man nur von der anderen Seite hoch. Aber wir müssen ja jetzt auch nicht alle Dinge einsammeln. Nee, müssen wir nicht. Schön wäre es halt gewesen. Das mache ich, wenn ich Solo spiele, aber das ist, glaube ich, jetzt zu lang wie das. Ah. Ups. Ich habe mich irgendwas selbst gegrillt. Ah, au, 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 au. Okay, ich bin gerade verstorben. Ja. Wie hast du das denn wieder gemacht? Da ist so Feuer gewesen und so. Bug! Mein Gott, er ist halt auch ein Noob, ne? Das gibt's ja nicht. Oh, steht ja schon wieder. Warte, schau, das kann man auch abweisen, bestimmt, oder? Nee. Ja. Hier gibt's doch bestimmt wieder irgendwas, um vor das Feuer zu legen. Da, schau, muss da ja. Da liegt ein Stein. Mhm. Ja, jetzt könnt ihr ran vorbei. Guck mal. Nee, nicht wirklich. Ich muss näher rangehen. Ja, mit dem Schild geht's natürlich, ne? Ja. Gut, aber... Seid ihr alle vorbei? Na, der mag ja noch nicht. Ja, der Magier braucht ein bisschen länger. Ja, ich hänge hier auf dem Pilz fest. Mein Schild wird warm. Sie hängt auf Pilzen fest. Ja, schmeiß halt. Schmeiß halt hier mit Glötzen. Spring einfach rüber. Hui. Hier ist wieder so ein Roar. Oh, warte, das habe ich schon gesehen, was du hier machen kannst. Nimm mal den, genau, und häng's mal da drüben dran, dass ich in den Sumpf. Halt hier runter, oder? In den Sumpf pumpen. Nein, nein, in den Sumpf pumpen lassen. Ach, ja, genau. Blubberblasen. Da, 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 da. So, und dann können wir nicht hoch noch den Blasen. Yeah. Ja. Aber jeder nur eine Blase. Oh, ich hab Blasen. Ich hab Blasenprobleme. Kannst du das kaputt schießen? Nee. Ah! Ja. Kann man es eigentlich auch kaputt hacken? Bestimmt. Ist meine Blase. So. Ja, ja. Mit Blasen gehen wir uns aus. Wollen Sie mir jetzt
mit den Blasen. Lässt er oben weitergehen wahrscheinlich, oder? Nö, eben nicht, weil hier kommt auch eine Blase. Ah, wahrscheinlich war oben nur Zeug zum Einsammeln. Halt. Yep, ein Herzchen zum Beispiel. Hier rüberspringen oder so. Achso, ich werde hier runtergesprungen von der Blase. Weil da kommt ein Luftzug. Ja, genau. Nee. Mann! Nee, da kommst du nicht durch. Alter, die Blasen sind übel. Deswegen erst auf die Blasen springen, wenn sie hier oben sind, schau. Ja, wenn überhaupt, wenn man halt von drüben aufspringt. Ach, fuck. Alter, jetzt noben wir aber echt rum. Du fuck Blase. Boah, Junge, was ist das jetzt hier? Genau, so geht's. Mann, ja. Boss. Ich bin doch vorhin so gut drüber gekommen. Mensch, was ist das jetzt hier mit dieser Kiste? Was soll denn das? Ich wollte dir eine Kiste machen, damit du wolltest dir eine Kiste machen, ja. Ja, damit du besser auf die Blase hochkommst. Ich warte mal hier oben, wa? Ja. Nadine macht sich eine Hilfe. Sie rollt sich selbst vom Blatt mit Kisten. Fuck versus Jump'n'Run Teil 3. Ja, unsere Jump'n'Run-Kenntnisse sind voll für den Arsch. Ich hab keine Blase mehr, weil die Kiste da unten steht, Alter. Nadine hat die Blase kaputt auch gemacht. Ich kann einfach kurz tot machen, dann wirst du oben wiederbelebt. Aber keine Ahnung. Selbstmord, es gibt keinen Selbstmord-Knopf in Shrine. Nein. Das ist blöd. Bei mir steht jetzt hier dauernd Unsichtbarkeit benutzen, aber ich weiß nicht wie. Da hinten war irgendwo ein Feuer oder sowas. Hast du Mausrad, Flo? Jetzt kommen die Blasen immer hin. Ja, schon, ich hab ein Mausrad, aber. Was macht das? Ja, eben nichts halt. Was ist denn da los? Die Blasen kommen ja nicht mehr rüber. Ich bin ein bisschen verarscht gerade. Jetzt wahrscheinlich nicht draufstehen. Das Mausrad macht gar nichts. Ha. Super. Vor allem geht dieses Zeichen hier nicht mehr weg. Ah, da kommst du. Oh Gott, sag's noch nicht. Was ist, fällt jetzt runter? So. Springhase, spring, yay! Yes. Gott, sie hat's geschafft. Oli, oli. Oh, oh. Scheiß Trolle. Ah, Hilfe! Schützt den Heiler. Feindfühl, ja. Ah, das Fliegen. Was ist denn so für ein Kackbrett? Ja! Das war aus, tut mir leid. Manchmal, also, wenn ich aufgeregt bin, mach ich ab und zu Bretter. Es tut mir leid. Spontane Bretterstellung. Also, sie übernimmt die Rolle des Magiers wirklich sehr gut. Ja. Haut einfach mal so ein Brett raus. Achtung. Ah, du! Ich hab Achtung gesagt. Ja, toll, da war's schon zu spät. Nein. Was passiert, wenn man den Hebel zieht? Ach, keine Ahnung, er geht wieder zurück dann. Nee, da geht drüben ein Zimmer, da geht drüben das. Ah, okay, da könnt ihr durchgehen. Okay. Ihr könnt drüben dann, glaube ich, hier dieses Feuerding umleiten, dass es den Dingsfuß grillt. Geh mal am besten weg. Das Ding verbrennt, ja. Ja. Ach so, und das macht dann das Tor auf. Okay. Ja. Ja, dreh die Ding um. Ja. Sag mal Bescheid, wenn ich loslassen soll, ne? Ja. Lassen gibt's den Stich los. Jo, sehr gut. Super. Ich bin super. Verbrannt. Du Schwein. Teamwork. Oh, eine Blume. Was denn jetzt? Jetzt sehe ich nur noch mich. Jetzt spricht die Blume mit uns. Oh. Das ist eine Katze. Ja, super. Hallo Blume. Ich höre nur nichts sprechen. Ja, wahrscheinlich hast du deinen Sound so leise. Oh, es schaut keiner mehr zu. Nur noch drei Leute. Also wahrscheinlich. Ich fand es so scheiße, dass du das noch bekommen, oder? Was hat sie denn erzählt? Hat es einer von euch gehört? Ich hab's nicht gehört. Ah. Wollt ihr was von Bienchen und Blümchen erzählen? Die Helden hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Scheiße, Pontius will nicht. Amadeus bla, Soja bla, überspringen, fertig. Wir lesen nicht. Soja. Ja. Soja. Wir wollen metzeln. Metzler-Seppel. Was ist hier für? Das das ist Schmerzen. Wollte ich nur mal so sagen. Ah, Schmerzen, sagt er. Ich kann ja voll ungut. Sehen für euch, so. Aber ja.
Okay, diese Klappen halten nicht lange, habe ich das getestet. Ja, genau. Ich gehe mal kurz. Flo, es bringt nichts, wenn du in das Gas schießt. Ja, ja, ich habe schon gemerkt. Gas lässt dich nicht töten. So. Ich bringe einfach Uwe. Jo. Und ich mache mir eine Kiste oder so. Na, die macht sich eine Kiste. Komm, da gucken wir zu, wie sie es macht. Ja. Ihr Schweine. Hast du Popcorn dabei? Ja, nein, sie macht wieder ein Brett. Sie hat eine Kiste gemacht, ein Brett. Ja, das hätte auch funktionieren können. Jetzt hat sie eine Kiste gemacht. Jetzt hat es auch aufs Brett gelegt. Nein, ja, ja. Und nun? Keine Ahnung. Jetzt hüpfst du einfach rüber. Sehr gut. Ja, so. Es hätte ja sein können, dass sie abstürzt. Ich fand das jetzt schon mal echt gut. Guck, wenn ich dir da oben die. Ah, oh, Hilfe! Da stinkt's da unten. Da stinkt's. Oh, Monster. Ich schmeiß jetzt da runter. Achso. Jetzt hab ich wieder, ist schon wieder ein Brett. Ich hoffe, wenn ich da oben nämlich eine Holzkiste dran mache, dann kannst du dich rüberschwingen, verstehst du? Jetzt übernommen. Ich kann mich so schon rüberschwingen. Nein, wieso? Weil das geht nur, wenn ich die Holzkiste dahin gemacht habe. Schau, ich wow. Mach und mich ins Gift reinmachst. Alter. Ja. Ich hab dich voll in der Hand halt. Nee, jetzt nicht mehr. Ich springe irgendwo jetzt rüber. Wiedersehen. Machst du mal ein Brett und schleppst mich rüber? Das wird... ne. Was ist denn da, ein Abgrund oder was? Alter. Ja, ich probier's mal. Warte, ich kann dir noch eine Brett machen. Drüben. Reicht da. Boah, Mark, nicht zu spät, sag ich dir. Das war gerade in der richtigen Zeit. Ich hab's hier nämlich schon mit ein paar Bogenschützen zu tun gehabt. Das war genau in der richtigen Zeit, dass du da durchgekommen bist. Ja, ein Tank scheint nie zu spät oder zu früh. Ah, ja. Das ist ja alles von der Stacheln. Was denn? Aha, ja. Scheiße. So, verstehst? Nö. Hier oben, ja. Ich muss da irgendwie hochkommen, dann kann ich es auch kaputt hauen. Puh, gute Frage. Ja. Aber wie kommst du da hoch? Ich muss doch auch. Alter. Jetzt mal alle ganz ruhig. Ich bin aufgeregt. Eine Kiste. Und du? Ich kann auch drei Kisten machen, wenn ihr mich mal machen lasst und er macht mich voll am Rad dreht halt einfach. Ihr Rage-Meter steigt etwas. Ja. Die Kisten flippen. Warum tun die das? Keine Ahnung, weil es ein Cheat ist. Das ist kein Cheat, das ist Magnetismus. Ha! Er ist da! Jo! Ja, ich komme jetzt selber natürlich nicht hoch, super. Das ist voll der. Los, Marc, lass uns zugucken. Können wir dir helfen? So. Da ist ein Schalter auf dem Ding drauf. Das ist bestimmt nicht mehr so ein gutes. Verdächtig. Das ist ja meistens. Oh Mann. Ja. Wow. Ich hab's mir schon gedacht. Ach, das war der Schalter. Oh. Genau, springen wir doch alle mal rein, hä? Na, Elfter! Ah, alles voller Bogenschützen und Scheiße. Ja, gut, dass der Tank vorgegangen ist. Genau. Na klar. Meine Güte. Oh, jetzt ein Hebel. Ich bediene nur den Hebel. Keine Ahnung, was passiert. Hier müssen wir wieder irgendwas umleiten, so wie es aussieht. Ah, da drüben, da geht so ein Ding hoch. Ja, hier sind wieder Rohre zum Umleiten. Du kannst auch einfach die Klappe halten. Wenn du die Schale hochmachst, dann klicke ich wieder unten was. Klemme ich unten eine Schachtel rein. Okay. Oh ja, das ist unleid. Soll ich oben die Stange halten? Ich lass los. So, super. Jetzt müsste der theoretisch so ein bisschen darüber. So weit springen wir nicht. Nicht? Nein. Warte, ich habe eine Idee. Das hält? Wow, das hält wirklich. Aber sie fällt runter, schau. Ah! Ja. Hasi. Einer muss ja runterfallen. Das konntest du schon besser. Ja. Runterfallen. Da. Ich leite mal das Wasser um.